Ja, hallo, mein Name ist Maren Fromm. Ich bin Inhaberin des Maren Fromm Instituts, welches auch immer wieder hier im Herzprojekt Magazin in Erscheinung tritt, sowie die Initiatorin des Wege des Herzens Festivals, welches vom 31.05. bis 4. Juni 2023 in Blaubeuren stattfinden wird. Wir haben es bereits einmal durchgeführt, damals noch in Waldem-Schönbuch und haben jetzt eine wundervolle neue Location gefunden mit einem ganz tollen Service und ja, auch wo Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Preisklassen möglich ist. Heute möchte ich auf meinen Artikel zum Thema Selbstermächtigung, Empowerment, Ressourcenfindung eingehen, weil ich das etwas ganz Wichtiges für die Gesundheit finde und speziell in meiner Ausbildung zur neurosystemischen Integration, traumasensiblen Coach, ganz besonders und tief lerne, weil wie wir auf Ressourcen zurückgreifen können, um uns selbst zu regulieren. Ich lese euch jetzt meinen Artikel vor, der bereits im Text angeteasert ist, und lade dich ein, wenn du weitere Fragen hast, dich auch an mich zu wenden. Meine Website und meine E-Mail-Adresse ist bereits im Teaser vorhanden. Empowerment, Ermächtigung. Empowerment ist ein Wort, welches immer mehr Einzug ins Coaching und Business erhält. Doch was heißt es eigentlich? Was bedeutet es für all die Lebensbereiche, die wir haben? Vor allem, was brauche ich dafür? Empowerment heißt Ermächtigung. Für mich heißt es vor allem Selbstermächtigung, um in all meinen Lebensbereichen für mich adäquat und sorgsam agieren zu können. Ermächtigung, Empowerment für Körper, Geist und Seele. Mich erforschen, neugierig auf mich selber sein, mich kennen und einschätzen können. Warum agiere ich wann und wie? Was brauche ich für Ressourcen, in welcher Situation und kann ich sie abrufen, um nicht ohnmächtig zu werden? Durch jemand anderes oder eine Situation übermächtigt zu werden, kenne ich mich bereits so weit, dass ich weiß, was mich ohnmächtig, starr, stumm, freeze werden lässt, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Kontext. In meiner Arbeit als Heilpädagogin und Coach begegne ich vielen Menschen. Viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene haben Prägungen erfahren, Erlebnisse gehabt und nicht verarbeitet. Sie haben oft keinen Zugriff auf ihre Ressourcen, da sie vergraben sind unter Überlebensstrategien und erlernten Mustern. Es bringt Menschen in Situationen, in denen sie sich ohnmächtig fühlen. Dass sich übermächtig fühlen, kann auch in vielen Situationen auftreten. Die alte Muster, alte Erlebnisse, die vielleicht noch nicht aufgearbeitet sind, triggern, die noch nicht integriert sind ins Leben. Du kennst sicherlich Situationen, in denen du sprachlos, wie erstarrt bist, wie eine Ohnmacht dich und deinen Körper übermannt. Dies kann dazu führen, dass du in eine Kampfabwehr, emotional geführte Diskussion, Wut, Starre, Stille fällst und dich dann über dich selber ärgerst, weil du dich in dem Moment nicht steuern kannst. In diesem Moment fehlt dir das Empowerment, deine Ermächtigung, Selbstermächtigung. In diesen Zustand gerätst du, weil dein Nervensystem übererregt ist. Irgendein dir vielleicht noch unbekannter innerer Anteil von dir ist zutiefst betroffen. Vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung in deiner Kindheit oder auch später in deinem Leben gemacht, hast sie jedoch verdrängt, dissoziiert.
Es ist jedoch wichtig, dass du dir diese Bereiche, in denen du erstarrst, es dann vielleicht mit Humor und Coolness überspielst, vielleicht schweigst, dich kalt zeigst, eine Mauerwand hochfahren lässt, genau anschaust. Denn tust du dies nicht, weißt du auch gar nicht, was dich so tief verletzt, dich trifft und aus dem Unterbewusstsein agieren lässt. Dies stößt sowohl dich an deine Grenzen wie auch dein Umfeld. Wenn du jedoch deine Themen anschaust, dann findest du auch heraus, welche Ressourcen du brauchst, um gut für dich agieren zu können. Dein Nervensystem besser kennenlernst und so für dich sorgen kannst. Kennst du deine Ressourcen, die dafür sorgen, dass du gestärkt bist? Ressource ist das Synonym für Kraftquelle, Energiequelle, Hilfsmittel. Sie bringt uns mit unserer Fähigkeit, uns regulieren zu können, in Kontakt. Hinzu kommt, unterstützt es uns, unser Leben nach unseren wahren Bedürfnissen zu gestalten. Sie gelten als Brücken zur Verbindung mit dem Hier und Jetzt und mit uns selbst. Ressourcen sind innere und oder äußere Anker, die ein gefühltes Erleben von Sicherheit, Wohltat oder Regulation mit sich bringt. Ein Spaziergang in der Natur, Meditation, Waldbaden, Massagen, Sport, Lesen, Schlafen, Gespräche, Atmen, gutes Essen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du für dich sorgen kannst. Ressourcen sind enorm wichtig, um das Leben zu leben, das wir wollen. Sie helfen uns, uns zu entdecken, entwickeln und integer handeln zu können. Je mehr Ressourcen wir kennen, desto besser können wir uns regulieren. Uns unser Empowerment zurückzuholen. Wenn du dich gerade total schlecht fühlst und das Gefühl hast, dir fallen gar keine Ressourcen ein, dann mach dir bewusst, dass du jeden Morgen die Kraft hast, aufzustehen, Zähne zu putzen, deinen Alltag zu bewältigen. Auch dies sind Ressourcen. Vielleicht hast du auch ein Haustier, welches du zum Auftanken nutzt. Es gibt innere, interne, externe, äußere und relationale, Beziehung betreffende Ressourcen. Innere Ressourcen sind zum Beispiel Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken, Neigungen, Erinnerungen, Erfahrungen, Stimmung, Gefühle, Vision, Ziele, Ideen und vieles mehr. Äußere sind zum Beispiel Orte, Tätigkeiten, finanzielle Mittel, Arbeit, Musik, sinnlicher Genuss, Natur und vieles mehr. Relationale Ressourcen sind zum Beispiel Familie, Partner, Freunde, Nachbarn, KollegInnen, Coach, TherapeutInnen, Tiere, Gruppen und vieles mehr. Schön ist es zum Beispiel, ein Ressourcikum zu erstellen, sei es in Form eines Notizbuches, ein großes Glas, in das du Zettel füllst oder wie auch immer du Zugriff darauf hast. Vielleicht auch auf Zettel schreiben, am Spiegel, an der Wohnungstür, im Schlafzimmer oder wo auch immer befestigen, damit es nicht aus den Augen verloren geht und dich immer erinnert, es verinnerlicht wird. Ein Ressourcikum können auch zum Beispiel Fotos von Erinnerungen, eine Sammlung all der Dinge, die dich stärken, auf die du zurückgreifen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Für mich, nicht nur aus beruflicher Sicht, ist es am einfachsten, mit Unterstützung, Begleitung hinzusehen, in welchen Situationen welcher verletzter innerer Anteil agiert. Denn dies unterstützt dich darin, deine Ressourcen zu entdecken und nutzen zu können. Damit in die Ermächtigung, dein Empowerment zu kommen und ein wesentlich entspannteres, freies Leben zu führen. Vor allem in eine Freiheit und Klarheit, sowohl für dich wie auch für dein Umfeld. Ich mag dir zum Thema Ressourcen und Selbstermächtigung des Nervensystems sehr gerne den Podcast von Verena König ans Herz legen. Verena König, kreative Transformation. Hier findest du verschiedenste Folgen rund um die Selbstentwicklung,
um toxische Beziehungen, um Trauma, um Regulierung des Nervensystems und vieles mehr, was erste Anstöße zur Ermächtigung geben kann. Oder aber, ja, setz dich auch sehr gerne mit mir in Verbindung unter service@maren-fromm.de oder www.mf-institut.de. Vielen Dank und ja, ich hoffe, das war ein schöner Anstoß für dich, für deine Gesundheit.